Und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Gas Station Simulator. Die beste Tanke der ganzen Welt. Sie ist wieder da. Und euer Lieblingstankwart, der Benton, kann trotzdem eine Weile dauern, deswegen muss ich hier noch ein bisschen weiter quatschen. Aber da sind wir auch schon. Zweimal. WTF. Hören. Oh, wollen wir es haben. Zack. So, wir hatten die Tankstelle geschlossen, genau, damit wir jetzt hier in Ruhe uns nochmal ein Bild davon machen können, was wir machen müssen. Wir haben 1774. Haben wir John bezahlt? Ich weiß das schon nicht mehr. Haben wir noch nicht. Okay, dann machen wir das einmal. Dann müssen wir... Hallo Alakazam. Ja, ich bin früh online, weil ich ein bisschen Bock hatte hier auf Gas Station Simulator. Wir brauchen Reifen. Wir werden nicht schlecht. Lackstift haben wir noch genug. Reifen. Reifen teuer sind, hole ich nur frei. Sind günstig. Oh! Direkt 5. So hatten wir noch. Oh, die sind aber auch günstig. Dann holen wir auch mal 3. Igel, Mann. Nur 3, weil dann ist doof. Ja. So, das haben wir schon mal. Dann brauchen wir noch irgendwas dringend. Zeitung. Ist eh voll. Eis könnten wir brauchen. Nichts mehr, ne? Okay. Eis könnten wir eigentlich gerne ein bisschen sparen, obwohl wir sind eh noch die ganzen, ich mal die Hälfte geschafft von den Herausforderungen. Voll machen. Snacks, Alkohol, Eis, Hüte. Ist von allem irgendwas, ne? Brillen haben wir, glaube ich, noch. So, hier muss ich drauf. So, Brillen haben wir noch. Zeitung haben wir noch. Eis, Alkohol, Zigaretten. Was mehr und Snacks. Eis, was günstig ist, Alkohol, Zigaretten, aber jetzt, okay, Lager, ein bisschen was ist noch, Hüte, ist immer nur einer, ne, mal hier 5, jetzt, kann hier irgendwie nicht richtig runterscrollen mit dem Ding. Hier haben wir 5. Eins, zwei, drei, vier. So. Wie sieht Lagerplatz aus? Lagerplatz ist in Ordnung. Zeitung, Autopflege wollte ich mal gucken. Hier nochmal einen raus. War Alkohol. Oh, Snacks habe ich vergessen. Scheiße. Was von der Kohle und Lagerplatz? Nee. Lagerplatz haben wir nicht. So, auf dann schmeißen wir die wieder raus. Was immer nach oben geht, ne? Raus und dann geht's, ne? Was? Lager 340. Ach so, das ist 350, okay. Hä? Nee, jetzt 325. Aber 383 ist dann... Ah, dann ist die graue Zahl. Wahrscheinlich, weil wir im Lager noch was haben. 8. Lassen wir raus und... Jetzt können wir bestellen, alles klar. Sind uns sogar 251 übrig geblieben. Oh. Ach nö.
Micha, du musst ein bisschen warten. Ich muss mal eben mich um den Rotzbengel kümmern. Da ist er. Direkt von Anfang an abwerfen? Ja, irgendwie nicht. Oh ja! Spacko! Oh, ich hab getroffen. Stop. Spacko, hau ab! Ist nicht... Oh nein, ich hab dich getroffen! Hey! Ist nicht hier! Hau ab! So. Wind. Ich hab kein... Okay, wir haben... Okay. Boah, aber so eben, ne? Guck mal, 100 Liter dabei. Micha, grüß dich. Ja, ich bin doch da. Mein Gott, Entschuldigung, hier der Dennis, der kleine Bursche, der hat wieder Stress gemacht. Tut mir leid. Keine Absicht. Moin, Micha. Wir müssen auf jeden Fall das Warenhaus erst erweitern. Am besten. Was sagen? Sagst du nicht sonst was? Ah. Komm, Micha. Nächste wartet schon. Jürgen? Ah ja. Jürgen, mein Gutster, sei gegrüßt. Heute hast du aber eine große Lieferung für mich, wa? Haben gut verkauft letzten Tag. Letzten Tage. Hab ich angerempelt? Schlecht. So, zack. Jawohl. So, schöne Schicht noch, ne? Grüß Frau und Kinder, wie immer. Du weißt Bescheid. Danke dir. So, John ist auch fast ausgeruht. Dann können wir gleich schon loslegen. Pünktlich wie immer. Harry, sei gegrüßt. Mein Gutster, mein Bester. Das ist mal geil. So. Harry, einmal auf Schulter klopfen. Wieder sehr pünktlich wie immer. Danke dir. Eben die Haut gerettet. Hatte vergessen zu bestellen. So, wir platzieren alle. Ein noch. Hast du ihn gekauft? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, hatte ich ein Stück noch. Genau, weil die günstig waren, glaube ich. So. Dann wollen wir einmal den Laden auffüllen. Zigaretten haben wir jetzt auch. Ein bisschen wenig Auswahl, aber na gut. Dafür haben wir jetzt hier 10, 10, 10. 10, 10, 10. Passt alles ins Regal, ne? Oh ja. Das ist auch mal wieder vernünftig gefüllt aus. Hervorragend. So, Getränke hatte ich keine geholt, dafür aber Snacks. Die müssen auch alle passen. Jawohl. Alkohol, das passt alles ins Regal. So, Eis. 10, 10, 10. Zell, guck mal. Voll hier. Grillen hatten wir, ne? Hüte müssen. So, Placeable. Ja, fast. Aber dann haben wir zumindest mal den Ständer voll. Nicht schlechter. Jetzt auch noch nicht. So, das haben wir alles. Irgendwo ist noch. Oh. Noch drei. Da. So. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Dann können wir in den Tag starten. Ich möchte auf jeden Fall und als nächstes das Warenhaus am besten vergrößern. Vielleicht noch bevor wir alle Herausforderungen abgeschlossen haben. Weil danach wird uns ja wahrscheinlich wieder irgendwas vorgeben. Wir brauchen dafür Geld. Okay, 400 braucht man. Das ist ja eigentlich gar nicht mal so viel. In der Theorie gesagt. Insofern. Auch das Warenhaus am besten. Dann vielleicht noch ein Parkplatz.
Bei meinem Parkplatz bin ich noch vorsichtig, weil. Eben John ran. Ist der zu bedienen? Sieht aus. 10 schon. Yes. Parkplatz bin ich vorsichtig, weil wir haben die Regalien noch nicht mal alle ziemlich voll. Und im Lagerhaus passt nichts auf Stock. Dass ich mir dann sage, okay, viel mehr Kunden brauchen wir eigentlich jetzt auch noch gar nicht. Weil wir pro Schicht mit John ja gar nicht genug Geld machen. Das wieder aufzufüllen. So, das gut war, natürlich. Guten Tag! So habe ich es gerne. Ich hoffe, der Sprit wird reichen. Ich versuche noch mal ein bisschen hier zerknacken. Damit. So, haben wir 6. Meister. Ah, kann ich weg? Jawohl. Haben wir auch. Achso, jetzt kriege ich das wieder. Okay, kriege ich das jedes Mal, wenn ich anfange, jemanden zu berauben? Ist John schon da? Ja, sehr gut. Perfekt, der macht seine Arbeit und wir dürfen wieder hier, wie mein treuer Zuschauer Pablo gesagt hat, unsere Fax machen. So. Ach du Scheiße. Okay, diese Schicht könnten uns die Reifen ausgeben, wenn wir Pech haben. Was passiert dann eigentlich? Oder kommen die dann doch nur so weit, wie du dann auch wirklich deine Rundteile hast? Dass es vielleicht aufeinander abgestimmt ist. Ja, auch sein, weil mir ist bis jetzt noch nichts ausgegangen, obwohl ich auch schon mal Reifen wenig hatte. Einfach weil die so teuer sind. Eben muss aber gleich besser werden. Jetzt raste ich wieder wie gestern Abend. Junge Frau, was haben Sie denn gemacht, dass alle drei Reifen kaputt sind? Müssen ab und zu auch mal, müssen gleichmäßig abfahren. Noch ein Spiegelchen auch noch. Das wird aber eine teure Reparatur hier. Da muss ich aber einiges an Geld verlangen für. 150, zu wenig. 60 eingekauft, die Reifen, ne? 6, 5, 18. Geht eigentlich noch. So, zwei Leute am Kraftstoff. Oha, Herr Officer. Müssen zurück zur Schicht, ne? Tut mir sehr leid. Schönen guten Abend. Have a nice day. Dann ab auf die Straße. Machen Sie unser Örtchen ein bisschen sicherer. Great job. Sagte ich, hoffe, reicht. Eieiei. Kann ich nicht knacken, die Mission ist null zu schaffen mit einem Parkplatz. Meister. Irgendwie, selbst wenn die daneben stehen, die sagen ja nichts, ne? Guck mal. War ja noch nicht ganz ausgestiegen. Nein! Oh, jetzt ist der kaputt. Ufer-Foto, ich dachte Ufer. Immer hinhängen. Oh, hier oben drüber. Oh ja, das ist schön. Eis, das nehmen wir. So, wollen wir mal. Bisschen Ordnung schaffen, dass er ein bisschen schöner aussieht für die Kunden. Da hat einer einen Hut genommen, dann können wir letzten noch. Hä? Hat einer einen Hut genommen? Wir können. Zeitung sehen. Wovon haben wir denn noch am meisten? Hier vorne.
Immer schön alles auffüllen. Ja, nichts mehr. Werfen. Danke. Und nicht. Noch einen, aber den will ich kaufen. Oha! Entschuldigen Sie bitte, zusammen. Ich war ein bisschen abgelenkt. Jawohl, sehr gerne, Officer. Danke für Ihren Besuch. I was worried we'd be stranded. Let's go. Okay. Bisschen wenig Laufkundschaft heute, ne? Machen wir da. Schönen guten Tag, die Herr. Ich hatte jetzt auf die Oberweite geguckt. Das ist natürlich ganz schlecht. So, zwei Spiegelchen, natürlich. So können sie natürlich nicht einparken. Beide Spiegel kaputt sind. Der Autobahn schwierig dann, ne? So, zack. Sehr gerne, ist noch ein Klacks für uns. So. Vielen Dank für Ihren Besuch. Jetzt haben wir 962. Die Hälfte von Johns Schicht ist rum. Neue Autos. Verdammt, der eine fährt schon wieder. Und dann knacken, der ist ein Meister. Das Einsteiger, schaffe ich das noch? Oder wegfährt? Ah, passt! Mist. Die hat wieder keinen Kofferraum. Das ist natürlich mies. Junge Dame, schönen guten Abend. Seid Sie gegrüßt. Was darf es sein? 10 Liter, sehr gerne. Auf den Punkt genau. So sind wir hier. An der Bowl Dust. Und für den Officer natürlich 19 Liter. Sehr gerne. Vielen Dank für Ihren Besuch. Bowl Dust, ne? Bowl stand da. Dann Dust, ja doch. Dust Bowl, andersrum. Dust Bowl heißt unsere Tankstelle. Vorrang, ich frage mich gerade, soll ich jetzt nicht einfach das Warenhaus schon mal kaufen? Nee, machen wir gleich. Machen wir gleich. Wenn wir die Ruhe dafür haben, dann kaufen wir Sprit und bezahlen John, was wir auf jeden Fall müssen. Dann müssen wir einmal gucken, dann werden wir auf jeden Fall aufrüsten. So jetzt. Da. Was ist denn los? Also die Sachen, die wir machen müssen, die machen wir dann. Da müssten ja eigentlich 400 übrig bleiben. Rechts wäre es, die zu steuern, ist nicht einfach. Schönen guten Tag, der Herr. Was dürfen wir für Sie tun? Hier an unserer Expertenwerkstatt einmal den Reifen wechseln und Sie haben ein paar Kratzer in der Tür. Auf. Dann wollen wir doch erstmal den Reifen hier abnehmen. So, und die Kratzer an der Tür kriegen wir auch ganz einfach weg. Spezialmittel, Patent ist angemeldet. Hervorragend. Wir danken Ihnen für Ihren Besuch. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Wieder und weiter. Kommt dann wieder raus. So. Hat heute auch nicht so genutzt. Sonst. Schönen guten Tag, die Dame. Aber der Herr war vor Ihnen, da sehe ich gerade. Was darf so sie sein? 16,79 Liter, kein Problem. Das schütten wir uns so aus dem Handgelenk. So, das ist wie an der Fleischtheke. Sie einfach schätzen. Wenn es diesen Bonus nicht geben würde, würde ich das ja tatsächlich mal machen, ne? Einfach mal schätzen, so Augen zu machen und schätzen.
wo ich stoppen muss. Bierschild, 2 Stück, geil. Dass man die nicht verkaufen kann, diese Dekorationsstücke. Erklaut. Toll. Ausgestopfter Coyote, 2-mal. Als ob. Das Bierschild finde ich cool. Problem ist nur, dass wir den Alkohol ja hier stehen haben. Ist ja doof, wenn wir jetzt da so dahinter das Bierschild machen, oder? Aber da könnte es. Da sieht es doch nicht schlecht aus. So. Was ist denn der? Machen wir hier die Linksecke. So. Was Kunden anlockt oder so? Warum soll man es hier hinstellen? Ach so, ne? War nicht schlecht, ne? Die habe ich sonst immer da. Immer habe ich die sonst da. Ah, es ist immer dasselbe. Mein Gott. Schöne guten Abend, Herr. Was darf es für Sie sein? 19,2 Liter. Awesome. Jawohl. Haben wir auch. Sehr gerne. So, da fährt jemand zur Werkstatt. Das ist auch gut. Hier stehen wir schon mal bereit für die junge Dame. Guten Abend. Was schon gute Nacht? Was können wir für Sie tun? 16 Liter, ja. Kommen wir aber auch fast ziemlich genau hin mit dem Sprit, ne? Muss man sagen. Schönen guten Abend, die Dame. Was können wir für Sie tun? Es geht wieder los. Schraubendreher raus und wahrscheinlich Reifenwechsel. Ja, einen Spiegel und einmal die Tür. Kratzer entfernen. Jawohl, sehr gerne. Holy crap. Langsam wird es grindy. Deswegen, wir müssen mal. Aber am sinnigsten ist es, glaube ich, halt das Lagerhaus zu aufzuwerten. Überlege die Werkstatt, aber bin da nicht so hundertprozentig sicher. So, das muss man wegtun. Das muss man wegtun. Vielleicht eine Hand lassen können, weil ein Mülleimer ist wieder voll. Ist, was der oder ja, ich bin ja schon da. Ich bin doch schon da. Holen Sie bitte der Herr. Wir haben schon aufgeräumt. So, alles klar. Dann machen wir noch den Herrn an der Zapfsäule und dann sind wir durch für diese Schicht. Good job. Dann hat es doch auch gut geklappt. So. Der wollte jetzt wahrscheinlich hier reinfahren, aber tut mir sehr leid. Noch. Ist da. Schade. Oh, der fährt hier noch rein. Aber der wird wahrscheinlich durchfahren dann. So, John ist eh schon im Feierabend. Dann machen wir den Herrn noch hier in der Kasse fertig. Ja, aber Date Night, oder? That'll do. 2 Tüten Chips, 2 Flaschen Wein, das ist Date Night. Dann mal eine schöne Nacht, der Herr. Müsste hier noch Kondome anbieten. Das wäre mal die Geschäftsidee. Waren die an der Tanke? War der Tanke Kondome? Weiß es nicht. Ich bin Gamer, ich habe keinen Sex. So. Ist wieder schön sauber. Das macht mich wahnsinnig. So, pass auf. Dann machen wir jetzt das, was wir machen müssen erstmal. Zahlen. Lieferung, Kraft. Wir nehmen. Ist teurer geworden gerade. $150 haben wir Lagerkapazität. Eigentlich ja. Wollte gar nicht voll machen, aber ist egal.
So, jetzt werden wir das Lagerhaus aufbessern. Wenn da oben jetzt einen Balkon gekriegt, einfach nur. Ey, haben wir wohl auch mehr Platz? Okay, alles klar. Mehr Platz im Lagerhaus bekommen. Haben wir hier drin eigentlich auch? Hätte Lust, auch das Lagerhaus weiß zu machen. Auf in die Prärie! Einfach weg damit. Oh, hier haben wir noch einen. Und weg! Jawoll! Lass mich auch mal schön machen hier. Frage. Habe. Das wäre gut für ein Lagerhaus. Irgendwas, wo man vielleicht Dreck nicht so drauf sieht, oder? Muss man blau machen? Ich glaube blau. Wie das aussieht. Blaue Backsteine. Die sehen fürchterlich. Nee, fühle ich noch nicht so. Das Graues? Mehr so hell. So ein Ding, ne? Schon eher, oder? Sauberer aus. Oh, Harry ist da. Den wollen wir nicht warten lassen. Harry, mein Gutster, sei gegrüßt. Danke dir. Jetzt auch mal eben oben gucken. Oben. Wenn wir das Lagerhaus verbessern, verbessern wir dann auch hier unsere Wohnung, der wir eh sind. Tatsächlich, wir haben jetzt eine Terrasse hier. Ja, noch nicht, oder? Oh, und ich sehe gerade, wir haben hier noch was vergessen. Ist mir das denn nicht aufgefallen? So, an der Seite, wo wir immer drauf gucken. Komisch. Hier hatten wir ja alles, ne? Dann müssten wir dann auch einmal mal mit Blau versuchen. Inneren. Hier dieses hellere Grau, das finde ich gar nicht schlecht. Das ziehen wir mal durch hier. Ja, natürlich. Versuche ich es überhaupt? Wo ich hingucke, ein bisschen höher anhalte und da drauf drücke, ist dann besser. Einmal an der ganzen Wand. Ja, das ist geil. Och, das ist besser. Wie geil ist anders? Das ist besser. Das ist deutlich besser. So. Noch ein dunkles Grau, so für den Pfeiler da. So, passt. Achso. Was dann? Pfeiler. Das kommt aus. Hat ihr das, oder? Oh, den falschen Knopf. Ist irgendwie. Oh. Ist gut. Oh. Auch noch. Auch noch. Weg mit euch! Wow! Einfach da bei den Autos bei, ist doch egal. So, dass hier mal ein bisschen Licht reinkommt in die Butze. Oh, dann kann jetzt auch von außen wieder reingucken, ne? Sieht vielleicht auch tiefer an. Ba-di-ba-du. Ich ziehe es jetzt einmal durch, einfach weil wir gerade dabei sind.
Tankstelle geschlossen ist. Reichen wir der außen nochmal, ne? So sieht das Lagerhaus vielleicht auch ein bisschen freundlicher aus und dann macht es mehr Spaß hier drin zu arbeiten. Arbeiten ist ja jetzt eigentlich nur die Wagen ausladen. Aber egal. So. Zack. Ist aufgefallen, dass ich beim Zocken wirklich manchmal so ein leeres Gesicht mache, wenn ich mir die Videos mal angeguckt habe. Das war nicht schön. Ist doch ein. Doch, das sieht gut aus. Oh, gerade verpackt, ne? So, nicht, dass wir uns hier die Sachen geklaut werden. So, John ist fast ausgeruht. Hier sieht alles gut aus. Dann müssen wir mal gucken. Weg. So, ne, das war Blendung für die Toilette, ne? Haha, ja, okay. Wir brauchen Reifen. Jawohl. Spiegel, Reifen und Spiegel brauchen wir. Geld haben wir noch. Ist ja dann jetzt noch alles in Ordnung, ne? Ja. Lieferung, Autoteile, Reifen. Weil die teuer sind. Sehr gut. Können wir sonst noch irgendwas auf? Noch. Nee. Zeitung können wir noch, wovon ist nicht. So. Dann wieder aufgefüllt, hervorragend. Nichts mehr, hier nichts mehr. Bin nicht. Auch nicht, perfekt. Hallo! Der Spritz ist 3 Dollar. Ja, also, bei mir sollte es da auch nicht tanken kommen. Aber ich zahle auch 2,40 Dollar im Moment. Der ist teurer geworden. Ich hatte mal einen Gewinn von 1 Euro. Dann mal 1,10 Euro. Nee, das wird in Litern gerechnet hier, ne? Trotzdem. Also pro Liter. Tatsächlich. Hier steht nicht. 350 mal 165. Irgendwo habe ich mal Liter gelesen. Meine ich. Wie viel Zahlen? 44. Okay. Ich will noch mal gucken. Oh shit. Micha ist schon da. Ja, Micha, ich bin doch da. Du siehst doch, dass ich gerade komme. Hast einen schlechten Tag gehabt, oder was? Grüß dich trotzdem, mein Lieber. Danke dir. Und das war's dann auch schon wieder für heute. Yes, Sir. Wir müssen noch einige Kunden im Laden bedienen. Ziemlich viel Trinkgeld kriegen. Vielleicht müssen wir auch mal wieder selber an die Kasse. Ich glaube, John, mein Mitarbeiter, kriegt gar nicht so viel Trinkgeld. Ja, das wird da nicht gezählt. Auf jeden Fall können wir die nächste Schicht einleiten. Das sollte man auch am PC machen können, dass ich hier rausrennen muss, ne? Um das blöde Schild da auf grün zu stellen. Zapfsäule wäre. Den Kosten. Jetzt sind nochmal. Ne? Parkplatz 93. Bette 150. Aber im Moment kein Geld. Sich dort die Zapfsäule die potenziellen Einnahmen aus der Haupttätigkeit der Tankstelle erweitert. Fertig ist, stellen sich die Kollegen der Zapfsäule an. Ja. Das könnten wir dann auch als nächstes mal an. Oder? Wäre vielleicht eine Idee.
Pass auf. Ja, aber hier kann man danach speichern. Zum Haus müssen wir so auch noch. So, kommt Kundschaft. Kundschaft kommt, alles klar, dann können wir John rufen. Paula Sack. Komm ran zur Arbeit. So, wir haben aber zwei Leute an der Zapfsäule. Guten Abend, die Dame. Thanks. Sollte auf jeden Fall reichen. Oh, verzeihen Sie, ich als alte Maschine habe Ihr Auto verschoben. Awesome. Jawohl. Ihnen. Ich muss doch mal probieren, ob man während die daneben stehen an der Säule dann die Autos knacken kann. Mit hier vorne. Okay. Ist ihnen das einfach egal ist, das ist so geil, ne? Arbeit, ne? Schön. Dann für $12. Meister. Guten Tag. Yo. Was ist denn los mit dir? Wenn man deine Mutter habe? Danke. Das ist denen einfach egal. Das ist so gut. Das ist denen einfach egal, dass ich $4 raushole. So, die fährt in die Werkstatt. Perfekt. Trinkgeld gekriegt? Er kriegt da Trinkgeld, ne? Naja, was soll's. Ja, ich hab mich doch mit ihm gestellt. Was? Offen, ne? Moment, die Dame, bin sofort für sie da. Was darf es jetzt sein? Zwei Reifen wechseln, okay. Aber abgeschützen haben. Wann was der nächste sein wird. Hast du deinen Mitarbeiter auf Covid getestet? Der ist geimpft, Luke. Ich habe den Impfpass zeigen lassen. So. Ach, einen Spiegel brauchen sie auch noch. Und wie sind denn eigentlich, also wir haben uns doch, glaube ich, darauf geeinigt, dass wir in Amerika sind. Wie sind denn da die Regeln dafür? So greifen einfach jetzt so klauen bei dir? Das wäre auch geil. So. Hab ich getroffen? Da wird man erschossen. Okay. Das könnte sein. Irgendeinen Tag, ich will das jetzt mal einmal ausprobieren. Interessiert die das? Interessiert die einfach nicht, ne? Das ist so geil. Danke ich dir noch. How much do I owe you? Dann dürfen die gehen. Achso, hier kann ich nicht. Da stehen die Bullen. Aber ist egal. Das ist so geil, dass sie das auch nicht interessiert, dass ich klaue. So, ich kriege aber irgendwie jetzt hier auch, ein Trinkgeld beim Betanken. Na komm schon. Na, endlich. Dankeschön. So, der Bulle steht direkt daneben. Okay, einfach mal nicht bewegen. Das ist auch geil. So. 30 haben wir gemacht. Hey, jetzt habe ich die mal alle beklaut und jetzt kriege ich hier die Aufgabe plötzlich. So. Wische ich jetzt einfach mal unter den Füßen.
Er sagt, nice, geil. Sie dann auch vernünftig hinterlassen, dass ich da nicht rein kann. Das ärgert mich. So, was ich jetzt mache, ich hole jetzt noch eine Zapfsäule. Zapfsäule. 150. Dann habe ich alle Zapfsäulen, die man haben kann. Dann sind wir damit auch schon fertig. Müssen wir dann theoretisch nur gucken, ob wir noch Sprit haben dann. Nice. So eine Schicht, aber... Ah, dann stellen sie sich einfach hier dann ohne den Unterstand an. Das ist nice. Wir haben wieder jemanden in der Werkstatt. Die Dame, wo liegt das Problem? Außer, dass es irgendwo quietscht und wackelt. Ach, du Himmel. So. Zack. Zack. Ich wollte noch gegoogelt haben, ob es die Waschstraße wirklich schon gibt oder ob die irgendwann mit einem DLC reinkommt. Da nur angeteasert wird. Ich eigentlich die Waschstraße haben wollte. Und ich weiß, wie ich die kriege. Da könnte ich mir vorstellen, das ist doch im Prinzip dann eigentlich wie so ein Cheat, ein Selbstläufer, oder? Ich google jetzt einfach mal. Jemand, wann das Waschanlagen-Update kommt oder was allgemein noch Neues dazukommt. Ah, das wird noch reingepatcht. Okay, das wird noch. Das ist hier nur angeteasert. Oh ja! Oh ja! Oh ja! Party! Party! Ha. Geil, jetzt wird der Laden wieder leer gekauft. I like. Perfecto. Ah, und da haben wir jetzt auch das erste Mal direkt drei Leute am Kraftstoff. Nice. Mega geil ist. Dann dürfte das endlich mal Geld geben. Und die sind wieder Party People, sind da, wenn John noch die halbe Schicht vor sich hat. Perfekt. So wollen wir es haben. Kann ich nicht, ne? Jetzt. Perfekt. Genau so wollen wir es haben. Außer, dass ich natürlich hier komplett einmal den hinterherwischen muss, weil sonst der Laden gleich aussieht wie Sau. Ja, dem ist voll. Oder aber auch leer. Den gebackt. Da. Müllbeutel aus, alles gut. Alter. Mal sauber machen. Jetzt kriege ich gleich echte Bewertungen von meinen Kunden. Ist auch noch jemand in der Werkstatt und wartet. Das ist aber ein Typ. Blecht. Wer wollte Polizeihut haben? Okay. Ja, die waren zu teuer, die konnte ich mir noch nicht leisten. Oh, hier machst du wieder sauber. Neun Leute an der Kasse. So will ich das haben. So lohnt sich John wenigstens auch. Schönen guten Tag, der Herr. Was darf ich für Sie tun? Ein bisschen mit den Zahlen vertan. Einen Reifen wechseln, sehr gerne. Zack, 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 zack. Werkstatt aufbessern wäre auch geil, einfach nur um mal wieder ein paar andere Minispiele zu kriegen. Im Moment ist es ein bisschen. Es wiederholt sich sehr, ne? Muss man sagen. So, zwei Leute beim Treibstoff. Perfekt. Bis jetzt sollte der Sprit ja auf jeden Fall reichen, wenn wir voll machen. Top the line job there. Noch 200 Liter da. Schlecht. Aufmachen, guck mal, durchschnittlich. Zieht die ja eh nicht. Das einfach mal mit. Veranda-Foto, nice. Und 17 Dollar. Wow, super. Sieht gut aus. Da,
Altes. Hopp. Sich das noch. So, ne? Noch in Ordnung. Wir machen noch ein zweites Leuchten. Oh ne, wir haben hier das andere. So, wir haben drei davon. Ah. Dann machen wir hier noch eins hin. So. Rest. Wegwerfen. Zweites. Kommen wir nicht. Ist ja gut. Und dann kommen wir auch weg. Ich bin wirklich enttäuscht, dass man die Sachen dann nicht verkaufen kann irgendwie. Mein cool, dass man so kostenlos Dekoration kriegt. Wenn man einfach mal die Autos der Kunden knackt, aber. Das wird nichts. So, hat er die alle abgefrühstückt? Sauber, John. So will ich dich, Baby. Wenn man auch mal guckt, allein 250 Kunden bedienen müssen wir, um die Herausforderung zu schaffen. Great job. Wenn du jetzt dieses Event einfach ausschaltest. Hallo Pablo, guten Abend. Danke fürs Reinschauen. Wenn du dieses Event jetzt abschaltest, eine Option, was ja geht. Ey, wann willst du denn 250 Kunden haben? Ich habe jetzt erst 81. Und ich hatte das Event jetzt schon einmal. Deswegen müssen wir mal gucken. Ich lasse das auf jeden Fall. Oh Gott. Zu viele noch? Ich lasse das auf jeden Fall drin. Einerseits immer noch lustig. Andererseits. Kohle. Die kaufen einem einfach den Laden leer. So, den noch. Ich habe immer dieses Gefühl, wenn ich hier so die Schrauben treffe, so ein bisschen langsamer schraube, weiß ich immer, warum ich so schlecht in Counter-Strike eigentlich bin. Ah, ich mache meine Faxen weiter. Ich finde das cool. Spiegel. Alter Schwede, das wird aber teuer für dich, mein Lieber. So. Raus damit, rein damit. Jawohl. Weg. Noch weg. Jetzt müssen wir die Kunden Kraftstoff bedienen. Jetzt wird es langsam wieder ein bisschen stressiger. Ja, jetzt wollen wir drei Zapfsäulen haben. Super. Aber John ist bald auch fertig mit seiner Schicht, dann können wir auffüllen. Just as I wanted. Aber wir machen Geld. Geld. 2278 gemacht bis jetzt. War nicht schlecht. Mal gucken, ob wir den Kleinen noch mal knacken. Oh. Auf 5 Dollar gemacht. Eigentlich müssten wir jedes Auto hier eine Zapfsäule auch. So, John macht Pause. Würde ich sagen, machen wir zu. Wir können uns wieder ums Aufräumen und Aufstocken kümmern. Sauber machen. Die Situation gefällt mir irgendwie so gar nicht. Mal umdekorieren irgendwann. So, oh, der Herr. Entschuldigen Sie bitte, mein Mitarbeiter ist schon im Feierabend. Aber ich bediene Sie natürlich noch sehr gerne. That's oh, shit. It? Ach komm, das war. Das war jetzt unfair. Toll. Was brauchen wir denn? Zigaretten brauchen wir, Hüte brauchen wir. Oha. Zeitung. Ist leer gekauft. Das können wir noch nachlegen. Noch nachlegen. Also wir brauchen Zigaretten. Snacks, Getränke, Alkohol. Ah, eine ganze Menge.
Tränk. Günstig gerade. Stock. Können wir jetzt eigentlich lagern? 600. Vorher konnten wir 450, ne? Das ist gut. Snacks. Beiden. Alkohol. Zack. Noch darauf achten, ich muss. Einmal. Okay. Hüte müssen wir auf 2, 2, 5, 1, 2. Brillen hatten wir noch, ne? Platz haben wir genug. 1000 müssen wir ausgeben, dann haben wir immer noch 1200. Okay. Dann müssen wir jetzt aber daran denken, dass wir Kraftstoff brauchen. Machen einfach wieder voll, oder? Das ist dumm. 200 Liter. Und dann Autoteile. Reißen? Ich kann nicht. Reiß. Nichts nutzt 0815. Hallo, sei gegrüßt, vielen Dank fürs Reinschauen. Eine Bockwurst mit Senf im Brötchen kann ich Ihnen leider nicht anbieten. Wir hätten aber hervorragende Chips im Angebot oder ein paar Chocolate Chip Cookies. Und oben hätten wir noch ein paar, wer sind die? Smarties, ne? Ansonsten noch mit einem Erfrischungsgetränk dabei. Oder, wenn der Drachen zu Hause mal wieder böse ist, eine Flasche Bier. Bockwurst im Brötchen, das wäre auch geil, oder? Wenn man das noch anbieten könnte. Ich glaube, Spielzeug geht noch, ne? Was stand da? Spielzeug irgendwann. Und, ich weiß es nicht mehr. Jürgen, mein Lieber. Fast hätte ich dich Michael genannt. Heute haben wir viel zu tun. Du hast nämlich ordentlich was gebracht, oder? Gibt's in der Tankstelle Toblerone? Nee, habe ich auch nicht. Habe ich auch nicht. Kennt man das in Amerika? Toblerone? Toblerone? Wir möchten gerne was Warmes essen, Herr Lichtsnur. That'll do. Ich könnte mich auf die Smarties draufsetzen für eine halbe Stunde. Wenn die bestimmt warm. Dank dir, Jürgen, mein Lieber. Jetzt mach bitte Platz. Michael muss auch ran. Jürgen? Jürgen ist weg. Micha, komm rein. Grüß dich, mein Lieber. Oh, ich mach schon mal auf. Während du noch fährst, ist doch egal. So. Und tschüss. That'll do. Genau. Du musst eigentlich gar nicht aussteigen, Micha. Ich kann mir eh nicht so viel bei euch leisten. Eure Waren sind zu teuer. Ich denke nicht, wenn es nicht mal Rivella in Deutschland gibt. Okay. Ah. Wieso kommt mir Rivella bekannt vor, aber ich habe kein Bild vor Augen. Rivella, Rivella. Harry wartet schon. Grüß dich, Harry. Oh, nee, ne? Dieses Kind. Hat sie den doch verjagt. Oder Kartoffelkanonen. Ich und meine Faxen, du und deine Kartoffelkanonen. Die Bella. Thanks. Bella kaufen. Ach, das? Also, ich sag das jetzt einfach so, obwohl ich das null kenne. Das Logo kommt mir aber bekannt vor. So. Dann wollen wir mal aufstocken. Muss da alles passen, ne? Jawohl.
10, 10, 10. Sonst noch was? Nö. Na gut, ist jetzt nicht die Auswahl schon noch. Alles gut. So, eigentlich ist hier alles, oder? Ja, das Regal ist mega. So, hier passt auch alles rein. Perfekt. Hier passt auch rein. Boah. Endlich mal volle Regale. Die amerikanische Tankstelle ist nicht so gut wie in Deutschland. Bis jetzt noch nicht. Nee, ich glaube auch. Ich arbeite noch dran. Aber wir haben Ritterhüte. Hä? So, welche Tankstelle in Deutschland hat Ritterhüte? Das frage ich euch jetzt. So, kein... Ja. Gekauft, dann haben wir alles aufgefüllt, ne? Perfekt. Dann noch den Fußabdruck. Wir sind fertig, bevor John ausgeruht ist. Das haben wir, glaube ich, auch noch nicht hingekriegt. Könnten wir doch mal Deutschland Bockwürste, die Abis nicht. Was denn, wenn man da ein bisschen gammelige Zwiebel reinsteckt und zündet, dann hat man einen Bieltälen Feuerballwerfer. Um Gottes Willen. Was machen wir denn hier? Schön pink? Das Blau war nicht so geil auf den Wänden, oder? Ich mag halt Blau. Oh, nichts nutzt. Vielen lieben Dank für dein Follow. Habe ich den Alert verpasst oder funktioniert der Alert nicht mehr? War der Alert? Wurde angezeigt, dass du eine Bandana-Banana bist? So, und haben die jetzt in Amiland, haben die auch ein bisschen an der Tankstelle? Ja, das war schon. Guck doch normalerweise Applaus. Hab ich den Applaus komplett einfach mal ignoriert? Um Gottes Willen. Das tut mir sehr leid. Vielen lieben Dank für deinen Follow. Ich bin sehr gerührt und geehrt. Was denkst du, was ich heute gemacht habe und erst anderthalb Minuten von deinem Fels geschnitten habe? Du hast meine Fels geschnitten? Kommt das auf deinen YouTube-Kanal? Klage dich. Nein, tue ich nicht. Du darfst alles verwenden. Was ich ins Internet stelle, darfst du auch verwenden. Ist mir völlig egal. Ist jetzt hier in der Aufnahme und bald auf YouTube dann. In der Aufnahme. So eine Art Best-of. Ja. Best-of besten Aktion gibt es bei mir ja auch nicht. Da kann ja nur jetzt mal rumkommen. Ich muss mich noch daran gewöhnen, durchzuquatschen und mich dabei aufs Spiel zu konzentrieren. Zu meiner Verteidigung. Aber die Ausrede hat jeder Let's Player, oder? Ich bin mir jetzt schon beantwortet. Habe ich schon gefragt? Ich wurde unterbrochen, ne? Ob die Tankstellen in Amiland auch Bockwürste haben. Oder haben die dann direkt einfach so Big Mac-Menüs? Achso, das auf YouTube kannst du ja nicht anschauen. Ja, stimmt. Ja, ich bleibe aber dabei. Ich finde das sicherer, wenn ich die auf 18 stelle. Wohl. Gas Station Simulator, muss ich das auf 18 stellen? Buche ich hier? Das ist potthässlich in dem Blau, oder? Lass das jetzt so. Was mir abonniert mein YouTuber? Vielen lieben Dank. Verdammt, jetzt habe ich noch mehr schlechtes Gewissen, dass gestern kein Video kam. Nee, heute kein Video kam. Verdammt. Jetzt kommt aber die richtige Werbung, Pablo, ne? Danke dir. Herzlich willkommen, gerne auf meinem Discord-Kanal. Brandneu. Müssen wir auch noch einweihen mit Zuschauern. Würde mich auch sehr freuen, wenn wir da mal was Schönes machen. Ein Guid oder so. Ach Gott, ich laber schon wieder. Ich verspreche schon wieder Sachen, die ich wahrscheinlich nicht einhalten kann. Ich schon, dass ich nachher wieder bis tief in der Nacht hier rumhänge und die nächste Folge hochlade. Was kommt denn als nächstes? Kingdom Come, glaube ich, ne?
als letztes Counter-Strike? Hermie ist schon drauf? Ja, perfekt. Das ist wichtig. Huch. Hermie gehört auch drauf. Drauf. Hermie ist drauf. Ja, perfekt. Das ist doch super. Das freut mich. Hermie als der erste regelmäßige Zuschauer, der gehört natürlich mit da drauf. Und der zweite, muss man ja auch mal gesagt haben, nochmal, hat ihn gemacht, der Pablo. Hat ihn eingerichtet für mich. Healer in real life ist die zukünftige Frau von Watras. Die ist Ärztin, um mal den Namen zu erklären. Hab ich geöffnet? Ja, habe ich. Gut, da kommen Kunden, endlich. Rollennamen, oh Gott. Oh, ja. Du zwingst mich immer dazu, kreativ zu sein und ich bin es nicht. Zeit haben wir ihn, sehr gut. Sag doch mal Rollennamen vor. Auf jeden Fall irgendwas mit Bananen. Also wir müssen auf jeden Fall für Follower irgendwas noch mit den Bananen. Bantana-Banana haben. Die einfach durch einen Zufall entstanden ist. Ich habe vergessen, den zu knacken. Verdammt. Dafür knacke ich die. So, während die daneben steht. Das ist so geil. Ich finde das so gut, dass mir das null interessiert. Komm schon. Ja, einfach mal gar nicht bewegen. Auch nicht schlecht. So, und dann volltanken. Das Spiel ist super. Ja, Pablo ist auch nicht kreativ. Ne, jetzt haben wir ein Problem. Was könnten wir mal? Kann man bei Discord so Umfragen starten? Oder geht das nur bei YouTube oder so? Obwohl, wenn ich eine Umfrage starte, dann muss ich ja Vorschläge machen, ne? Weil ich dann abstimmen lassen kann. Also könnten wir eher mal. Ach Mann, ach, jetzt war ich unkonzentriert. Könnten wir vielleicht einen Channel machen im Discord? Wo man so Rollennamen Vorschläge machen kann. Was ist denn Drakena Reflexa? Jetzt. Lass mal hier. Beschweren sich die Kunden gleich wieder. Das wollen wir ja nicht. Aber jemand ist auch in der Werkstatt. Wenn wir dann Channel reinmachen und da kann man dann so einen Text-Channel. Da kann man dann Vorschläge machen für Rollennamen. Finde ich dann nicht schlecht. So, Pablo weggucken. Jetzt kommt Spastiken wieder. Faxen, Faxen hast du ja genannt. Spastiken. Ich habe hier nicht auf. Mal schnell machen. Schnell erledigt. Also für alle oder nur bestimmte? Ich würde sagen, da dann alle, ne? Möglichst viel Input. Text-Channel, wo alle reinschreiben können und ihre Vorschläge machen. Das ist eine Idee. Zählt hab ihn. So. Zack, zack. Sie so viel Decken dabei auch noch. Oh. Anstrengend. Gleich mal was trinken, gibt es bestimmt kein Herz. boah. Zahnarm machen. So. Jetzt will ich aber Kohle auf dem Tisch sehen. Da war eine ordentliche Reparatur. Hä? Noch ein Reifen, um Gottes Willen. Meine Güte. Wieder einer mit drei Reifen kaputt. Ihr müsst lernen, dass ihr die gleichmäßig abfahrt. Also. Ja, komm schon. Zack, zack, zack. Hä? Nichts gemacht. Ah. Zu viele Zuschauer nervös. Wenn du da wieder von Clip machst, Pablo, ne? So. Und den auch weg. Senior Officer, schönen guten Abend. Was darf es für Sie sein? Jawohl.
Einen schönen Abend noch. Und die Dame. Auch für sie. Sehr gerne. Und die andere Dame. Ich hab wieder vergessen, die auszurauben. Egal. Hier ist voll. Da können wir nochmal ran. Ach, ich wollte gucken, was dieses... Meisterdieb. Ah! So. Jawohl. Das Wagenrad, ey, wir haben Kacke raus, ne? Vorwand. Was zum Teufel? Ah, das ist eine Pflanze. Sich doch bestimmt gut. Macht die sich gut? Macht sich hier gut? Ich will einmal ein bisschen zu den Zigaretten. Geil! Geil, finde ich gut. Hätte es nicht mal bemerkt, wenn du nichts gesagt hättest. Kann dann auch ins in die Art Best-of. So. Dann auch durch. Aber nichts mehr. Nee. Ring gehen irgendwie nicht so gut, ne? Oh. Aufgefüllt. Ja. Noch auffüllt. Ach, Mann. Haben wir nichts mehr. Perfekt. So, jetzt haben wir hier noch zwei Leute. Sprit scheint noch zu reichen, oder? Im Normalfall. Habe ich da im Augenwinkel gesehen. Wenden der Basketballprofi. War gerade beim Discord rumschrauben. Ah ja, danke dir. Während ich hier Spaß habe, machst du die ganze Arbeit für mich. Kannst du nicht auch noch meine Videos schneiden? Nein, um Gottes Willen. Niemals. Mach ich schon selber. Also schneiden ist gut. Ich renne dann die eigentlich nur. Aufgrund von Zeitmangel. Great. Mir macht es immer noch ein bisschen Angst, dass ich den Applaus nicht gehört habe vom Alert. Macht mir wirklich Angst. Wie kann man denn so in Gedanken sein? Dass ich jetzt schon Applaus nicht mehr mitbekomme. Voll abgehoben, der Mann. Applaus ist so normal für mich geworden. Was haben wir denn noch? Altes Wagenrad, altes Fass. Wenn das ans Band hängt. Sowas finde ich auch geil, wenn ich ehrlich bin. Oh, so langsam werden die Wände eng, ne? Also knapp. Rein vielleicht? So hinter? Ja! Nicht gut. I like. Das Fass. Oh, das Fass noch hier hin. Yo! Zum Alkohol. Geil! Ja, I like. Hab jetzt noch einen Kanal im Discord erstellt, bei dem man Twitch-Clips teilen kann. Juhu! Juhu! Das wäre auch mal so ein Ziel. Das wäre doch geil, oder? Wenn ich mal in die Twitch Clips Germany komme. Kennt ihr das? Ich gucke das immer. Das ist so geil. Die Videos sind super. Super. Wenn ich da mal reinkomme, dann habe ich es geschafft. Uns noch Vorschläge. Was haben wir denn jetzt? Meldungen, Informationen bekommen. Discord-Verbesserung finde ich gut. Richtig gut. Twitch-Clips. Wollte sowieso auch noch mal ein Video dazu gucken. Zum Discord-Kanal. Ich habe ehrlich gesagt auch noch nie einen so von einem großen Streamer oder so gesehen. Was man da reinmachen müsste. Damit der gut ist.
Diesmal denke ich dran. Ja, Meister. Super. Und der geht nicht. Ja, geil. Meister, bin ich mir ein bisschen zu. Hab ich gerade in ihren Kopf geguckt? Ach, das. Kannst du nichts mit anfangen? Twitch Clips Germany, guck mal auf YouTube. Tu dir den Gefallen, guck mal auf YouTube nach Twitch Clips Germany. Super geil. Der kommt, glaube ich, zweimal die Woche. Und dann so die besten Clips aus YouTube Deutschland. Twitch Deutschland. Super geil. Viele Folgen. Gibt auch ein paar schwächere Folgen. Okay, klar. Kann ich immer nur hoch sein, aber meisten Folgen gibt es viel zu lachen. Auf jeden Fall. Was war das andere? Zwei Spiegel wieder. Frag mich immer, wie fahren die ohne Spiegel? Haben die mitten? Ah ja, gut. Innen haben die noch einen. Das reicht ja dann auch. Machen heute wieder nicht so viel Geld, ne? Oder? Naja, geht eigentlich. Tab muss ich drücken. So. Ja, Scheiße, bitte. War aufgeregt. Habe ich die gerade gar nicht bedient? How much do I owe you? Habe ich gerade gar nicht bedient, ne? Auch nicht schlecht. So, was haben wir denn hier drin? Ich wollte echt anfangen, Dekoration irgendwann mal zu kaufen. Ich glaube, die einfach aus den Wagen hier. Mega geil. Dankeschön. So, zweite. Die Dame, schönen guten Abend. Sprit reicht, ne? Blattbe gekauft? Ah, ich habe voll gemacht, ne? Thank you. Okay, also ich müsste schon ziemlich voll machen, damit der Sprit reicht. Übrigens, ich würde dir echt die Best-ofs von denen empfehlen, die sind einfach... Achso. Also der Server von Pete Smith hat einfach so Uploads und verschiedene themenspezialisierte Text- und Sprachkanäle. Der Best of Pete Smith, Junge, ich guck die immer sofort. Jeden Tag, sobald die rauskommen. Ich habe alle gesehen, Pete Smith ist hervorragend. Ich guck sowieso jeden Tag Pete Smith. Ich finde die Quiz-Shows einfach auch geil von denen. Da rätsel ich gerne mal mit. Vor allem hier Ordnungshüter finde ich geil und Und. Achso, da hinten. Ordnungshüter finde ich geil. Und wie heißt das andere nochmal? Wer bietet mehr? Da mache ich immer gerne mal mit. So für mich. Schönen guten Tag, der Herr. Hat ein bisschen weniger Rollenspiel geworden und mehr hier im Chat. Ne, aber ist geil. Fand ich auch noch nie. Macht auf jeden Fall dann. So, und jetzt haben wir es. Jetzt sind wir soweit. Was mache ich jetzt? Das Rad hingeflogen. Da. Was mache ich jetzt? Ich muss zwei Räder reparieren. Alles klar. Ich muss den dann wieder wegschicken. Das geht natürlich dann auf die Beliebtheit. Gibt's nicht in Gießen legendär? Legendär. Super geil. Alles, was Jay nicht mag, gibt's nicht in Gießen. Absolut Legende. Klassiker möchte ich schon fast sagen. Da fällt mir ein, die Pizza mit Kochs habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Bestimmt 5 Folgen habe ich jetzt schon verpasst. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Dankeschön. Kann das denn so hartnäckig sein? Aber es ist voll geil. Ich stehle einfach in einem Bullenkarre, während er daneben steht. Oh shit! Ah! John ruht sich aus. Zumachen. 2352, okay. Sieht manchmal auch so geil aus. So, der Herr, schönen guten Tag. Sie bediene ich natürlich noch. Sie sind manchmal ein bisschen schwer zu packen. Sehr gerne, wir haben zu danken, der Herr. So, perfekt.
haben wir denn? Jetzt einen Workshop? Bin noch nicht so sicher, ob wir schon sollten. Mal bezahlen. Der will nicht mehr haben, ne? Heute noch Counter-Strike? Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, es wird auch gleich schon losgehen. Oh Gott, wir haben ja schon fast 8:30. Karia ja noch fragen. Kari. Kino wird wahrscheinlich nicht kommen, aber ich frag den trotzdem mal. Luke ist schon on. Hat sich noch nicht gemeldet, da muss er wahrscheinlich noch das Haus sauber machen. So, Lieferungen. Wir fangen. Oh shit. Alter. Okay. Hä? Hier drin auch noch? Was? Finde wirklich. Richtig geil, freue mich. Ich finde wirklich, dass du ein angenehmer Streamer bist, weil du halt den Chat liest. Okay, zu meiner Verteidigung. Meistens ist ja nicht viel drin. Dann kann man das auch mal lesen. Ich glaube, wenn man jetzt so ganz große Streamer nimmt, wo das einfach nur... kommst du ja auch irgendwann gar nicht mehr hinterher. So kann ich mir das meistens dann auch nur... Sadly, yes. Okay, Kari ist dabei, aber unfreiwillig. So kann ich mir das nur erklären. Ja, und? Da kommen wir auch noch hin. Ja, Luke, machen wir schon. Alles gut. Aber ich finde das gerade auch wichtig, weil sonst hätte ich auch einfach YouTube weitermachen können. Macht Werbung für, dass es sich verdient. Ist doch gut, Luke. Alles gut, ist nur ein Hobby. Langsam und stetig. Wenn es immer ein bisschen mehr werden, ist doch schön. Wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, ist auch schön. Dann freuen wir uns. Spielst du gleich auch mit, Pablo? Mindestens einen Platz haben wir noch frei für Counter-Strike. Was denn hier? Wann war Dennis da? Ich kriege hier heute gar nichts mehr mit. Gottes Willen. Außerdem wollte ich gucken, was wir brauchen. Reifen brauchen wir. Spiegel wären nicht schlecht. Dinger sind noch genug da. Ja, kann ich machen. Sehr schön. Also deswegen. Alles ist gut. Ich habe mir das immer dann halt so erklärt, ne? Wenn der Chat so durchrennt. Die sind immer noch günstig. Perfekt. 10? Sind zu viel. Nummer 7. Katzenentferner sind gerade günstig. Machen wir 2. Wir brauchen wir auch 3. War schon wieder 770 los. Oh Mann, ey. So, was brauchen wir hier? Es gibt gar nicht viel, ne? Wir haben nicht gut verkauft. Ein paar neue Zeitungen. Bisschen Eis. Was haben wir hier? Einen. Zeitungen, Eis. Wohl eigentlich können wir mal voll machen dann, ne? Hier haben wir ja noch mehr als genug. Snacks, Alkohol. Sieht eigentlich alles. Außer Brillen. Alles außer Brillen und Getränke. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Snacks. Auf Stock legen. Alkohol. Guck mal so. Guck mal, was passiert, wenn ich jetzt von allem einfach günstig kaufe. Mit dem Eis finde ich auch cool, dass es im Lager einfach nicht schmilzt. Alles günstige kaufen, ne? Zeitung kann ich bestimmt gleich welche wieder rauspacken. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Brillen. Muss die mal auf Stock legen. Was ist dann jetzt passiert? 1500 kriegen wir nicht hin. Okay. Aber vom Lagerplatz her ist auch zu viel. Ist klar, dann würde ich sagen, pack mal Zeitungen wieder raus.
Machen wir mal. Weg. Quatsch. Weg wollte ich. Boah, dass ich dann wieder runterscrollen muss. Der scrollt hier nicht. Wenn ich mit dem Mausrad gehe, der scrollt nur so ein Stückchen. Dann muss ich hier bis ganz an den Bildschirmrand, da dran zu kommen. Oh, immer noch nicht. Jetzt wird's gehen. 1424. Wir haben keinen Sprit gekauft. Ich habe euch alle im neuesten Video für morgen verlinkt. Twitch, YouTube und Discord-Server. Heute kam so der Güselmann, keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt, vorbei und hat gesagt, und wie viele Technikkartons diese Woche? Geil. Güselmann? Ist das der Postbote? Ich fällt gerade ein, ich muss teure Sachen wieder wegpacken. Wir haben nämlich noch keinen Sprit gekauft. Bisschen noch. Ist noch teuer. Packen wir noch alles weg. So. Können wir zumindest auch noch Sprit eben holen. 200. Mehr, ne? Komm mal 100. Mal gucken, ob das reicht nachher. Müllmann, ach so. Ah, okay, ja klar. Technikkartons dann. So. Im Prinzip sind wir dann durch. Sollen wir uns dann an Counter-Strike begeben. Ich glaube, wie gesagt, Bilo kommt heute nicht. Kari ist da. Luki ist da. Pablo ist da. Alle sind am Start. Wenn wir jetzt, glaube ich. So, auf, warte, ich hole mal trinken. Ja, dann hol eben trinken. Das kann ich. Hab noch hier. Sehr gut. Ich denke mal, dass ich aufnehme, ja. Also, gestern nehme ich ja gerade jetzt eh auf. Und muss den Mobot langsam mal einstellen. Das ist ein bisschen viel Spam dann jetzt, ne? So viele schreiben im YouTube-Kanal. Ich denke mal, dass ich dann auch das Volk mal wieder aufnehme. Obwohl ich ein bisschen zu viel vorproduziert habe und ich muss mehr rendern, weil ich habe bald keinen Platz mehr auf der Festplatte. Hier ist schon eine Aufnahme abgekackt. Pass auf, dann nehmen wir die. Luke startet ja noch kurz neu. Dann kann ich noch eben hier die Waren annehmen. Dann können wir nämlich in der nächsten Folge direkt reinstarten. Jungs, Jungs, was ist los? Ihr habt doch gesehen, dass ich hier bin. Jetzt kennen wir uns schon so lange. So viele Stunden, die ich schon spiele. Mann. Dann kommst du eh wieder nur für drei Teile, weil man sich die Sachen gar nicht leisten kann. John ist dann auffällig ausgeruht, dann können wir in der nächsten Folge voll durchstarten. Ja, komm! Jürgen! Auf geht's! So, zack. Und zack. Und Quatsch. So. Und das war alles für heute. Wunderbar. Danke dir, mein Lieber. Bis zum nächsten Mal. Heute mal deinen meinen Discord-Server benutzen, auf jeden Fall. Wollte ich letztes Mal eigentlich schon, also gestern. Bin da mitten in der Aufnahme eingefallen. Das können wir machen. Das war meinen Discord-Server benutzen. Wird er heute mal eingeweiht. Finde ich gut. Habe ich Bock drauf. So. Davon habe ich keine geholt, ne? Doch. Ah ja, weil die günstig waren. So, dann räume ich eben noch ein.
das Regal mal voll kriegen. Ach ja, da haben wir keinen Zwang gekauft. Ja. Das ist auch zum ersten Mal voll. Das ist auch voll. Geil. Endlich mal richtig volle Hütte hier. Ach, shit. Wollte ich nicht. So. Das haben wir. Eis. Haben wir drin. Das voll. Und Brillen. Perfekt. Ja. Volle Regale. 178 noch übrig. Ein bisschen wenig Sprit wahrscheinlich. 40% müssen wir vielleicht während der Schicht nachbestellen, aber gucken wir mal. Dann kann ich kurz mal ein paar Worte zu den Channeln sagen. Ja, das wäre gut. Ich bin jetzt auch soweit. Wir speichern. Einmal rein. Und an alle lieben Zuschauer auf YouTube danke ich mal wieder fürs Reinschauen. Seid gerne auch wieder beim nächsten Mal mit dabei. Würde mich sehr freuen. Bis zur nächsten Folge Gas Station Simulator. Ich sag tschüss, schon auf Wiedersehen. Euer Benden. Ciao.